zusammenarbeitet, dass man sich dadurch ein bisschen beflügelt fühlt und dass man sich auch wohl fühlt, dass man sich geschätzt fühlt. Und Delfine können ganz gut so Persönlichkeiten, erkennen auch ganz gut andere Persönlichkeiten und können die auch führen. Das machen so die Delfine. Genau. Das sind die im Beruf und dann lassen sie es halt krachen. Dann gibt es noch die Haie. Das sind so ja, sehr laute Menschen, also ich habe auch einen gewissen Prozentanteil an Hai, die dann auch einen so ein bisschen immer in die Parade fahren. Wir hatten ja vorhin schon so, warum stellst du dein Rad da, warum schließt du das nicht an, warum lässt du deinen Schlüssel im Auto liegen? Das sind so Zeichen, dass das ein Hai ist, der macht einfach nur irgendwelche, ja, der denkt sich einfach irgendwas, geht immer so ein bisschen von sich aus und wirft das den anderen vor. Ja, gab es auch ein schönes Beispiel von dem Tobias Beck, der hat das auch, der war irgendwie, sagst du mal, in einer Schulung. Und der Trainer, der war so 21 Jahre alt, kam eine Stunde zu spät mit einem 5er Mercedes, oder 500er Mercedes heißen die, glaube ich. Ja. Und da kam der dann so rein, hat keinen angeguckt, und dann hat der Tobias Beck, hat dann so gesagt, ja, darf ich mal eine Frage stellen? Und dann hat der Hai dann gesagt, ja, eine darfst du. Also, hat er gesagt, ja Mensch, wie kann man sich denn als 21er, als 21-Jähriger so einen 500er Mercedes leisten? Weil es keinen 600er gab, du Vogel, hat er dann gesagt. Ja. Der Typus kommt mir bekannt vor. Ja, also natürlich der Ei. Ja, genau. Und dann gibt's die Eulen. Und die Eulen, die erkennt man dann daran, das sind die Leute, die beantworten dir, oder die geben dir Antworten auf Fragen, die du nie gestellt hast. Ja? Die kommen dann irgendwie, auch wenn sie dann irgendwie mal zu spät zu einer Schulung kommen, sagen sie, oder wenn sie dann zu spät gekommen sind, kommen sie dann, ja, mein Bus, da habe ich einen Anschluss verpasst und mein Auto ist gerade in der Werkstatt und dann bin ich aber dann noch über die Energiestation gefahren und jetzt bin ich hier und jetzt bin ich da und ja, jetzt setze ich mich hin. So. Und der kleine Delfin sagt dann so, ja, chill doch mal, ich bin nur erst seit 5 Minuten da. Ja. Ja, genau. Also das sind so die so drei Typen, die man, vier Typen, die man so im Alltag so kennenlernt. Und wenn man dann immer schon weiß, ah okay, ich habe jetzt mit einem Hai zu tun, der ist sowieso immer ein bisschen aggressiver in seiner ganzen Redensart. Die meinen das ja nicht böse, die Haie. Ja, das ist ja, die machen das einfach so aus dem Gefühl raus. Dann kann man schon sagen, okay, jetzt ziehe ich einfach mal so 30-40% von der Lautstärke und von dem Gesagten ab und dann bin ich jetzt so ungefähr bei diesem Wahrheitsmaß, was jetzt für mich das Richtige ist. Ja. Was ist Nummer 5? Nummer 5 ist der Kugelfisch. Ja. Der ist tödlich. Wenn man eine falsche nimmt. Das sind so die Leute, die so nach gefühlt noch 3 Sekunden an die Decke gehen können, die am Flughafen anstehen und dann halt ein bisschen länger warten müssen, also was kann doch nicht wahr sein, warum geht's denn hier voran, wir machen doch mal noch eine Linie auf und das geht's auch. Ja, und dann auch, dann siehst du das auch so wie ich, ja. Das ist dann so der... Mach mal eine Kasse auf! Genau. Das ist dann der Typ Kugelfisch, der ist jetzt ganz neu dazugekommen, hat der Tobias Beck dann gleich von seiner Reise erzählt. So, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Kreuzung aus Delfin und Wal bin und darauf angewiesen bin, dass ein Hai mir zuhört, wie schaffe ich das? Dass er mich ernst nimmt einfach, wenn ich was sage, ohne dass ich genau anhalte. Genau, dann musst du dem mit mindestens derselben Energie dem entgegentreten, die er dir entgegenströmt. Also immer, das gilt auch immer so ein Gesetz, immer wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, gewinnt immer der mehr Energie hat. Und das ist halt für einen Wal vor allem sehr schwer. Deswegen sollten Wale und Haie niemals heiraten. Das ist, ja, das ist ein bisschen kompliziert. Genau. Genau. Also Delfin und Haie, die kommen auch gut miteinander klar, weil der Hai erzählt immer über sich und der Delfin, der chillt einfach ab in der Zwischenzeit. Genau so. Delfin und Eule würde auch noch gehen, die brauchen dann eine Eheberatung. Aber das muss einfach ein bisschen Hilfe. Genau. Ja, aber halt gerade die sich gegenüberstehen, auch die Eule und Hai ist auch nicht so, weil die Eule, die wird nie aussprechen dürfen. Eigentlich kann man keiner mit Doch, also Hai sind aber auch zum Beispiel sehr zielstrebig. Ja, und ja. Damit kann man denen häufiger entgegenkommen. Also die sind meist super straightforward, die wissen genau, was sie wollen und die wollen das halt auch mit aller Kraft irgendwie durchbringen.
Und den kann man hoffentlich auch gut entgegnen, indem man halt ganz präzise denen sagt, was man jetzt vorhat, was man machen will und wie man zum Ziel kommt. Und dann sind wir auch super happy. Ja. Mhm. Das, genau. Da setzt aber schon voraus, dass ein reflektierter Hai ist. Also ja, weil ja, genau, ist ja auch also, nur eine Art teilweise genau. Diese vier Typen, die sind auch vollkommen, sag ich mal, wertfrei. Ich habe es jetzt mit Absicht ja überspitzt dargestellt, dass wenn ihr jetzt aus der Tür rausgeht, dass ihr das noch wisst, wer ist. Ich würde euch einfach mal empfehlen, guckt mal auf YouTube mit dem Tobias Beck. Der hat auch noch ein super Video gemacht über sogenannte Bewohner. Ja, Bewohner sind so die Leute, die quasi, wenn sie früh ins Büro reinkommen, erstmal allen Leuten die Luft wegatmen, wie scheiße das Wochenende war. Und der Tobias Beck hat halt auch den Glaubenssatz zum Beispiel, er gibt sich mit Bewohnern nicht mehr ab. Er meidet die prinzipiell. Ja, und da muss er, das war so eine Story, die er erzählt hat, da war er dann auf so einer Einweihungsparty von der Wohnung und da gab es dann so, da gibt es natürlich Küchenpartys, wo sie sich alle in der Küche dann sammeln. Und da gab es dann diesen Moment, wo alle angefangen haben, über ihre Krankheiten zu reden. Und der dann noch kaputter ist als der andere. Und da ist dann der Tobias Beck dann einfach in den Kühlschrank gegangen, hat dann mit seinem Stift dann 0800 700 angeschrieben und hat dann gesagt, hier, das ist die Kirchenseelsorge, da könnt ihr anrufen, aber nicht in meiner Freiheit in mein Ohr reinsprechen. Ja. Das war sozusagen seine Antwort auf solche Leute. Oder, genau. Ja, also ist sehr unterhaltsam, ist auch, finde ich, sehr sehenswert. Der Tobias Beck, der ist in so einer Gruppe drin, die nennt sich Gedankentanken. Das ist so ein ganzer YouTube-Kanal, wo es auch um Persönlichkeitsentwicklung, da zum Beispiel auch der Sohn von Helmut Kohl einen sehr bewegenden Vortrag über sein Leben gehalten. Wer weiß, wer den ein bisschen kennt, weiß ja, dass die Familie Kohl, dass sie auch auseinandergegangen ist. Und da kann man wirklich sehr schöne Eindrücke fürs gesamte Leben für sich selber auch mitnehmen, wie man mit bestimmten Situationen geht. Ja, die Typen, die können aber auch bei einem selber mehr genau, also ich auch situationsbezogen. Man kann den Test auch machen, das ist auch auf der Seite von dem Aspekt, aber das mache ich zum Beispiel 9 Punkte Delfin, 8 Punkte Hai, ich glaube 2 Punkte Wal. Und 3 Punkte Eule. Genau. Also jeder ist immer ein bisschen was. Ja. Was hilft das denn? Ja, man weiß schon, man ist ja immer gut, wenn man das Selbstbewusstsein hat, aus welcher Ecke man hat, aus welcher Ecke man kommt. Und dass man dann, wenn man schon das Bewusstsein hat, ich bin ein Hai und ich spreche jetzt mit einem Wal, dann kann man vielleicht als Hai vielleicht sich auch mal das nächste Mal ein bisschen zurücknehmen und zurückhalten. Also jeder, der die Erkenntnisse von diesen Typen hat, denke ich mal, kann was Gutes tun. Zum Beispiel, der super geholfen hat bei den Wahlen, also es gibt für jeden einzelnen Typen ein Verhalten, wenn die glücklich sind und wenn die nicht glücklich sind. Und bei Wahlen ist es zum Beispiel so, dass die sich dann auch so einmauern. Ne? Und wenn man jetzt so als Hai irgendwie angesprochen quasi kommt und man hat irgendwie, wenn jetzt der, also man hat vielleicht geheiratet, vielleicht nicht so gut, aber wenn man das jetzt gemacht hat, ja, und man weiß jetzt, okay, der tut sich jetzt so eine Mauer um sich aufbauen und will nicht mit einem reden und sowas. Dann sagt man vielleicht, hey komm, lass uns doch über uns mit dem reden und sowas. Und da habe ich zum Beispiel jetzt einfach, wenn ich jetzt weiß, okay, der andere ist so ein Wal, dann weiß ich einfach, okay, das ist einfach so, der ist vom Typus so, ich gebe dem jetzt einen Tag Zeit und dann kann ich wieder mit ihm reden. Und dass ich aber gar nicht versuche, dann die ganze Zeit mit dem versuchen, das reden zu lösen, weil das einfach nicht der Typus ist. Solche Leute brauchen einfach ein bisschen Zeit, um runterzukommen. Genau. Und sowas. Und das hilft schon ungemein, wenn man halt weiß, wie die Leute drauf sind, wenn es ihnen gut geht, wenn es ihnen schlecht geht. Und dass man sich dann nicht so wundert. Ne? Oder bei so einem Delfin weiß man einfach, wenn der aufgewacht ist, dann ist der so total hektisch und durcheinander und weiß selbst nicht so genau, was er will. Und dann wundert man sich einfach nicht, dass die Leute so sind, sondern man kann einfach anders damit umgehen und kann ihnen ein bisschen Zeit geben und kann halt so auf sie zugehen, wie die Leute das brauchen. Ja, genau. Was ich mir vorstellen kann, ist, also hört sich ja jetzt so an, als wäre das auch recht unterhaltsam aufbereitet, sage ich jetzt mal so. Ja, genau. Dass das auch ein guter Einstiegspunkt ist, jemandem zu sagen, hier guck dir das mal an, das ist total interessant und gut. Genau. Also ein leichterer Zugang, als wenn man so sagt, so komm, geh mal zu einem Psychotherapeuten. Ja, genau, genau. Also dass man eventuell so einen Prozess, also dass sich das vielleicht einer angucken, das ganz interessant und auch ganz witzig findet, aber gleichzeitig vielleicht auch irgendein Rädchen mal anfängt, sich zu drehen. Ne? So. Genau, also die sind bewusst sehr plakativ und sobald man aber diese Auswertungen liest, es gibt ja auch zu jedem so ein paar A4-Seiten, wo nochmal steht, was jeden Einzelnen charakterisiert, dann merkt man schon, dass da Substanz dahinter ist.
Genau. Das ist wirklich nur so dieser Catcher. Ja, genau. Ja, ja. Aber richtig. Genau, richtig. Ja. Also ich möchte vielleicht nur ein Konzept verstehen, das mir und meiner Familie ganz gut geholfen hat. In der großen Familie, für die Leute gibt es viel Konflikt. Daraus gibt es, vielleicht habt ihr schon gehört, Non-Violent Communication heißt das Konzept. Und das ist Gold für mich. Ganz kurz erzählt, gibt es dort... Gibt es lauter? Non-Violent Communication, einfach googeln, da gibt es viel dazu. Im Grunde genommen gibt es einfach zwei Typen. Den Wolf und die Giraffe. Die Giraffe hört alles auf die freundlichste Art, die man hören kann, und spricht auf die freundlichste Art, die man sich nur vorstellen kann. Und der Wolf ist ein bisschen wie der Hai, der fährt jeden an und hört auch alles so. Also wenn man ganz nett redet, hört er das so, als ob man geschimpft wird mit ihm. Und das Spannende dahinter ist, man kann alle vier Arten immer gleichzeitig haben. Man kann sich entscheiden, hört man als Giraffe, dann versuche ich das Positive zu hören. Oder höre ich gerade wie ein Wolf. Wenn mir das bewusst ist, dann mache ich vielleicht was falsch. Und da gibt es irrsinnig viele Kombinationen draus. Ich kann jedem empfehlen, sich das mal kurz anzuschauen, mir hat es sehr geholfen. Eine der interessantesten Sprüche für mich dort ist auch, jeder Mensch sagt das, was er sagen oder ausdrücken will, auf die beste Art, die er gerade kann. Wenn er aufgeregt ist, sagt das vielleicht zu laut oder zu scharf oder zu leise. Wenn man das akzeptiert, geht man darum ja nicht. Mal eine Frage, weil wir hatten das gestern in der Wertesession. Da haben zwei Firmen erzählt, dass die tatsächlich eine Persönlichkeitsanalyse aber professionell durchführen lassen, gell? Ich habe noch gedacht, dass ihr das wart. Hat das sonst noch jemand gemacht? Ich finde das eine ganz andere Sache. Ihr auch, Jan? Ja. Das finde ich eine ganz interessante Geschichte. Ja. Also ich habe auch überlegt, ob wir das für uns mal machen lassen, ja, ja. Nachdem ich das gestern gehört habe. Ich glaube, das ist nicht schlecht, wenn man da mal jemand... Also sowieso, das ist aus meiner Sicht auch immer so was Wichtiges, dass man mal einen externen reinholt, der mal den Blick von außen bringt. Manche mögen das nicht, manche Geschäftsführer. Ich persönlich finde es richtig gut, wenn man mal einen externen reinholt, weil der einfach dann losgelöst von dem Ganzen schon ein bisschen mit Abstand betrachtet und wo auch nicht, logischerweise ist man ja, wenn man die ganze Zeit miteinander arbeitet, ein bisschen voreingenommen und du brauchst dann eine dritte Person. Und so eine externe Persönlichkeitsanalyse, das fand ich eigentlich ganz charmant, muss ich sagen. Also ich glaube, wir haben jetzt auch mit der Zeit zu machen. Ist egal. Ja, okay, weil jetzt die anderen rein. Wir haben das gemacht, ich war 2000 in der Firma und die ganze Firma wurde auf die Art und Weise Stück für Stück zusammengestellt. Aber mit welchem Zweck eigentlich? Die optimalen Teams für die Kunden zu finden. Das war der eigentliche Hintergrund dabei. Ah, also zu dieser Analyse, das waren vier Tage lang, wir wussten nicht, dass wir analysiert werden. Es wurde unter dem Deckel optimierte Kundenkommunikation versteckt. Dass wir dabei durch den Psychologen, der uns dort angeleitet hat, analysiert wurden, haben wir erst hinterher erfahren. Jetzt könnte man sauer darüber sein, waren wir aber nicht. Im Gegenteil, uns wurde erklärt, warum das so gemacht wird. Und hinterher hat man eben in dem richtigen Team zusammengearbeitet. Das war so unglaublich produktiv und so unglaublich gut. Erstens zu wissen, auf der Seite sitzt ein grüner, grüner, roter und blauer. Das ist das, was mir gegenüber sitzen muss. Die mich bremsen. Und das ist total einfach, dann mit denen zu reden. Die verstehen einen. Ja. Und die wissen auch, ah, das ist so ein gelber Typ, ja, der quatscht die ganze Zeit und das ist die Hälfte von dem, das reicht gerade so. Okay. Das war richtig gut. Ja. Okay. Hat es euch auch was gebracht? Ja, auf jeden Fall. Also du würdest auch empfehlen? Bei uns war das freiwillig und es ist cooler, wenn es wirklich alle machen und dann auch alle, die Workshops machen, da machen, dann kann man wirklich besser werden. Ja. Dann kann man sich genauso aufeinander einstellen, wie das Ganze. Alles klar.